Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Factorio. In der letzten Folge haben wir hier mal eine zusätzliche Fabrik gebaut, um blaue Platinen herzustellen, damit das hier ein kleines bisschen schneller geht. Und das haben wir aber nicht ganz fertig bekommen, deswegen müssen wir uns da jetzt einmal drum kümmern, würde ich sagen, oder? So. Die kann ja dann hier rauslaufen und dann theoretisch einfach hier rum. Ne, warte, die braucht, hätte ja auch theoretisch gar nicht da raus. Ja, Moment. Die reicht ja, wenn die hier rausläuft. Dann kann das ja einfach hier vorne mit aufs Förderband laufen. Das ist ja eigentlich ganz, ist ja okay. Da sagen wir doch gar nichts, oder? So. Gut, haben wir die haben wir versorgt. Alles klar. So, jetzt geht's hier weiter. Jetzt habe ich überlegt, tatsächlich, ob wir jetzt. Oh, wir werden Großangriff hier unten angegriffen. Ah, es geht. Jetzt habe ich tatsächlich überlegt, ob wir wirklich beigehen und die Produktionslinien hier hinten, diese hier, also diese hier jetzt nicht, die unterstützt uns ja da, aber ob wir das jetzt erst einmal zurückbauen und einfach hier, den könnte man umprogrammieren, theoretisch, sodass der dann auch Kupfer nimmt. Dann könnte der auch die roten Wissenschaftspakete herstellen. Dann müsste man halt nur noch mehr Plaste hierher bringen, aber das würde gehen. Also ich könnte das hier einmal rumlegen oder so. Das wäre schon okay. So. Den würde ich dann mal komplett wegnehmen. Ich weiß, liebe Leute, das ist ein bisschen ärgerlich gerade. Das tut mir auch ein bisschen in der Seele weh, aber so kriegen wir schneller unsere Ressourcen zusammen. Und das wollen wir doch, oder? Daran rumfeilen kann man ja später immer noch. Man weiß ja ungefähr, wie man es damals gemacht hat. So kann man es dann ja auch jedes Mal wieder machen. So. Die Grundsubstanz, die versuchen wir natürlich hier zu erhalten. Das heißt, das meiste bleibt so, wie es ursprünglich war. Wir versuchen so wenig wie möglich zu verändern. Also ich nehme jetzt auch nur hier den Brennofen weg und habe den nur umprogrammiert. Ja, dann braucht er hier noch Kupferspulen logischerweise und Plastik. Das müssen wir dann einmal noch hierher legen. Dann werde ich das hier mal einmal gleich unterbrechen. Aber das kann ja eigentlich auch so bleiben. Also das soll uns nicht weiter stören. So. Gut, jetzt kann der hier auch weiter produzieren. Dann hatten wir gesagt, machen wir hier eine lange Unterführung rein. Damit wir hier einmal durch können. So lang wie es geht. So. Wenn man erstmal einfach. Das ist jetzt erstmal nur ein Test. Ich hoffe, das klappt so, wie wir das wollen. So. So. Einmal hier rum. Und dann sollte der theoretisch, müsste der dann hier rein. Kurz vorher. Und dann kann der vier Felder laufen. Das heißt bis hierhin. Ja, die Greifer braucht er hier ja zurzeit eh nicht mehr. So. Also hier rein. Hier raus. So. Die werden dann weiter rüber geleitet. Das ist ja auch soweit in Ordnung. Nur hier einmal gucken, dass wir den vielleicht rückbauen. Und ja, jetzt müssen wir hier natürlich sehen, dass wir hier ein bisschen mehr Platz kriegen. Stahlträger brauchen wir hier zurzeit nicht, deswegen machen wir das mal weg. Und dann würde ich den hier einen weiter nach außen setzen. So. Können wir die hier rausnehmen? Und dann kann hier theoretisch ein Greifer kommen, der die hier rausnimmt und dort reinpackt, ein blauer. So. Der hat natürlich jetzt erstmal keinen Strom. Und dann packt er die hier raus. So. Auf dem Förderband. Ne, das wäre sehr kontraproduktiv. Da muss ich mal einmal ganz kurz überlegen. Das machen wir ein bisschen anders, denke ich.
Ups, das war schon verkehrt. Naja, gut. Das ist mal, wie es ist. So, und der läuft dann so. Und dann braucht... Was habe ich hier gerade gemacht? Kohlefaser, Kupferfaser. Nein! Das hier soll so bleiben. Jetzt hat er hier Plaste draufgelassen. So. So soll es doch theoretisch bleiben. Gut, Strom. Kriegen wir hier nicht so einfach. Brauchen wir einen großen Strommast. Nicht so einen großen Strommast. Na, jetzt ist er schon fertig. So, der kann hier hin, dann kann der auch theoretisch weg. So. Haben wir dann noch irgendwelche Module, um das hier zu beschleunigen? Den können wir nochmal unterstützen, dass der aus weniger mehr herstellt. So, dann haben wir hier drei Fabriken, die da theoretisch das ran schaffen. Und weil das jetzt hier so läuft, kann man hier auch noch einen Abscheider hinsetzen, der noch wieder zusätzlich ja, das da reinlaufen lässt, das ist natürlich jetzt gerade gar nicht so einfach. Aber gut, wir versuchen es trotzdem, indem wir hier mal so einen Greifer hinsetzen. Ich hoffe, das steht jetzt hier nichts im Weg. Ne, der packt die hier fleißig drauf. Gut, dann kann das hier mit zusätzlich aufs Hörlerband laufen. So, müsste da hier oben auch noch ein bisschen mehr ankommen mittlerweile. Das läuft jetzt hier alles durch, zack, zack, zack. Hier ist natürlich die Plaste angekommen, die wollen wir nicht haben. Da müssen wir mal einmal kurz unterbrechen. So, gut. Jetzt ist das auch noch so schön sortiert hier auf zwei Förderbänder. Das wird aber gleich vorbei sein, wie ihr seht. Denn jetzt kommen hier die anderen Komponenten an. So, das geht hier mal weiter. Oh, warte mal. Das war, glaube ich, schon länger verstopft. So, jetzt kann der die hier reinpacken. Das müsste eigentlich auch durch einen schnellen ersetzt werden. Also das ist sonst entschieden zu langsam. So. Das geht hier rum, das geht hier rum. Ja, jetzt haben wir es hier, dass die Grünen hier mit drauf landen. Das wollten wir ursprünglich ja eigentlich nicht. Deswegen müsste man mal gucken, dass wir jetzt hier nur die Roten rüberpacken. In die Richtung. Warte mal, ich muss mich mal eben kurz konzentrieren. Die lassen wir rauslaufen. So. Und dann soll hier einer die Roten rüberpacken. Die laufen dann hier drauf. Etwa so. Und die Grünen, die werden hier hinten abgepackt und die laufen dann hier wieder drauf. So, nehmen wir hier mal den Strommast. Jetzt müssen wir nur noch die Programmierung gleich starten. Den hier auch noch rein. So, wir sollen nur die Roten packen. Das macht er jetzt auch. Und hier hinten natürlich nicht. So, und der nur die Grünen. Okay, so, muss man dem natürlich noch sagen, nur die Grünen. Und hier hinten, der braucht die Roten nicht, doch der braucht die Roten auch. Kommt die hier gemischt an oder wie bekommt der hier überhaupt seine Roten und seine Grünen? Ist ja natürlich auch wieder so eine Frage. So, der läuft jetzt voll. Der hat auch schon Rückstau produziert hier hinten so ein bisschen, oder? Nee, doch nicht. Tatsächlich überhaupt nicht. So, Produktion hier läuft, die Raketenteile, die springen nur so hier raus, wenn man das mal so sagen kann. Fünfe sind auf Halde, gut, so, die werden jetzt hier zusätzlich produziert. Er braucht ja auch die Roten, Roten hatte er irgendwie komischerweise die ganze Zeit, ah, die nimmt er sich hier mit ab, okay. Gut. Warte, und überlegen, wo kommt denn der jetzt überhaupt her? Der kommt ja gar nicht. Der kommt ja nirgends. Achso, der packt die hier rüber, die er so ab und zu mal erwischt.
das ist jetzt voll, aber das stört ja dem nicht, denn die Roten laufen trotzdem durch. Sehr, sehr gut. Dann schauen wir mal einmal nach dem Raketenfortschritt. Ach ja, so gefällt mir das, wenn das hier alles pünktlich ankommt. So, 3% Raketenfortschritt tatsächlich schon. Dann würde ich mal einmal sagen, wir müssen noch ein bisschen Leichtbauplatten, wir müssen ja sowieso auch noch Raketentreibstoff besorgen. Der wird ja nicht ganz reichen, um die Rakete zu bauen. Deswegen werden wir einmal noch mal rübergehen in unsere Raffinerie aus dem Lager und gucken dort mal einmal, dass wir dementsprechend, ist hier noch genug drin, ja, dass wir dort noch ein bisschen mitnehmen an Raketentreibstoff. Hier ist ja auch noch 10 Raketentreibstoff drin, die nehme ich dann mal raus, die sind sehr kostbar. Ich hätte gedacht, dass ich so viel Raketentreibstoff brauche. Gut, dass wir diesen Raketentreibstoff die ganze Zeit schon produzieren. Okay, wir werden angegriffen, ich will mal einmal schnell schauen. Beide Fronten, also hier vorne auch, da müssen wir gleich auch mal nötig hin. Hier ist auch richtig was passiert. Da würde ich dann schon mal anfangen, ein bisschen was zu bauen dafür. So. Okay. Aber zuerst fahren wir mal einmal rüber und gucken uns mal an, dass wir hier hinten nochmal ein bisschen Raketentreibstoff holen und dass wir... Ich muss aufpassen, dass der Zug jetzt in der Sekunde nicht direkt losschreddert. Ach ja. Das Übliche. Eng bebaute Gassen. So. Und hier einmal nochmal Strom. Warum auch immer da jetzt ein Strommast ist, der ist ja eigentlich überflüssig an der Stelle. So. Gut. Hier unten ist auch noch genug Munition da. Also nicht unbedingt immer Panzerbrechende, aber das ist auch gar nicht ganz so wichtig. Das war knapp. So. Okay, hier ist aktuell nur Schwefel. Das sagt mir, dass da hinten die Kohle schon längere Zeit wieder aus ist. Lalalalalala. Ein bisschen Kohle haben wir dabei. Dann können. Wo haben wir jetzt die Kohle gelassen? Haben wir die gerade eben in den Panzer gepackt? Ich hoffe schon. Und hier geht es gar nicht weiter. Das heißt, den müssen wir mal einmal abbrechen hier. Der muss jetzt erstmal wieder anfangen, Raketentreibstoff zu produzieren. Sehr wichtig für uns. Dass das Förderband leer ist, dann können wir nachher nochmal wieder einmal zwischenswitchen. Haben wir hier Kohle drin? Ja, die haben wir tatsächlich rausgepackt und mitgenommen. Und da waren sogar noch Stahlträger drin. So, das packen wir jetzt mal hier hinten rein. So, kann der hier ein bisschen produzieren, dann holen wir uns gleich nochmal Kohle ab. Ist hier was kaputt gewesen? Wir wurden doch hier auch schon ein paar Mal angegriffen. Dann würde ich da mal eben schnell nachschauen, wenn wir dann sowieso hier sind, weil ich sage, ich komme gleich sofort wieder, aber wer weiß, ob das passieren wird. Seht ihr, hier ist ja auch schon einiges zerstört worden. So. Der ist aber größer, oder? Oder ist das nur einer, der etwas anders liegt? Gucken. Großer Speier. Ah, da muss ich auch speien, wenn ich dich sehe. So. So, dann machen wir hier mal einmal Geschütztürme neue rein. Und reparieren dann nochmal die beiden. Wir haben ja auch Beton dabei. Was kann man denn aus Beton? Also man kann Bodenbeläge herstellen, logischerweise. Und ansonsten, wie es aussieht, nicht besonders viel. Also ich hätte jetzt auch cool gefunden, wenn man jetzt Betonmauern hätte machen können, die ein bisschen mehr aushalten. So, okay, ja, hier wird auf jeden Fall fleißig weiter produziert. Das müssen wir auch mal einen Augenblick so lassen, denn das ist wichtig, dass das jetzt läuft wegen der Rakete. Da müssen wir dann auch gleich nochmal wiederkommen und die Sachen dann abholen, wenn es dann soweit ist. Ach Mann, ey, das ist so ärgerlich. So, Gott sei Dank ist der Knick nicht kaputt gegangen, der ist nämlich noch einigermaßen wertvoll. Der ist auch nicht kaputt gegangen. Der hat wie durch ein Wunder gerade so ein 1% Leben noch behalten. Und den reparieren wir dann auch mal, wenn wir dann hier schon stehen. So. Gut. Dann fahren wir jetzt mal runter zu den Stahlfeldern. Wir sind ja eh schon fast da. Und bauen dort dann mal die Verteidigungsanlage wieder zurück. Also
Oh, wartet mal, der Brötchen-Timer, Sekunde, da muss ich mal eben rangehen. So, liebe Leute, da bin ich wieder. Da habe ich mal ganz kurz die Brötchen, also den Backofen abgestellt. Die Brötchen können noch einen kleinen Augenblick. Da hinten hat man gerade im Hintergrund den Zug lang rauschen sehen. So, Moment. Ach so, oh Gott, ich wollte jetzt gerade nach oben fahren, aber wir hatten ja vor, hier unten hinzufahren. Ich hoffe jetzt nicht, dass jetzt, dass der Eisenerzzug gerade in diesem Augenblick hier denkt, oh, dann fahre ich hier mal durch. Dann sind wir nämlich Apfelmus. So. Okay. Mal ein bisschen den Wald hier heilen lassen. Die schöne Natur. Hier, dem Baum, den geht es nicht so gut. Der ist schon umgefallen vor Ungeduld, dass wir endlich die Rakete steigen lassen. Aber das kommt schon, Leute. Keine Sorge. Wir erreichen unser Goal noch. Das wird schon gehen. Ich denke mal, zwei, drei Folgen werden wir uns noch gedulden müssen, wenn es so gut weiterläuft wie jetzt. Und dann sind wir auch safe. So. Jetzt hatten wir gesagt, machen wir die Verteidigungsanlage hier unten mal wieder heil. So, der packt die jetzt komischerweise, kurioserweise daneben. So, der Tanz der Greifarme beginnt. Hier haben die uns auch das zerschossen. So. Müssen wir hier noch ein bisschen reparieren. Greifarme brauchen wir noch. So, wir produzieren immer noch Geschütztürme. Da können wir jetzt erstmal mit aufhören. So. Wenn das jetzt gleich soweit fertig ist, in der Zwischenzeit können wir hier schon mal, was noch heil geblieben ist bei den ganzen Angriffen, reparieren. So. Mauern im Inventar. Leider nicht. Jetzt hätte ich jetzt gesagt, bauen wir die Mauern hier mal hin. Aber wir haben keine dabei. So. Jetzt hat der Feind sich gedacht, kommen wir hier durch, wa? Können wir dem eine Nadelöhr bauen, so wie wir das mal besprochen hatten vor ein paar Folgen. Werden angegriffen. Hier oben. Bisschen Schaden hat es gegeben. Der Angriff war auch etwas größer. Schnappen wir uns gleich mal ein paar Mauern. Hier vorne sehen wir auch gar nichts. Das ist auch ein bisschen doof. Da müssen wir auch mal Radaranlagen aufstellen lassen. So. Ich weiß gerade nicht, ob das sinnvoll ist, wenn wir jetzt hier ein Nadelöhr setzen. So, warum ist denn hier oben überhaupt die Unterführung kaputt? Wie ist denn hier überhaupt einer hingekommen, Leute? Oder ist das die ganze Zeit schon gewesen und wir haben es nur nicht gesehen? So. Also müsste doch hier sofort der Schredder des Todes loslegen. Das ist ja eigentlich unser bestverteidigster Wall hier. Gegen die angestürmten Gegnerhorden. Hier auch fleißig direkt auf die hinteren Geschütztürme geschossen. Unsere Speier. Das ist eigentlich ganz gut. Wir halten die noch ein bisschen auf Distanz. Aber natürlich wäre wesentlich cooler, wenn wir die abwehren könnten, bevor die uns erreichen. So. Das würde ich schon cooler finden. Jetzt haben wir ein bisschen Mauer dabei. Dann bauen wir denen mal so eine Art Kessel, wo die dann aufgehalten werden. So, und hier machen wir das noch ein bisschen breiter. Ich hoffe, dass jetzt die Gegner-KI dann halt so doof ist und sich denkt, ich gehe jetzt mal hier durch den engen, schmalen Tunnel.
So. So ungefähr könnte man es machen. Gut. Dann hätten wir das hier durch. Hier hinten müssen wir jetzt erstmal dafür sorgen, dass es hier wieder funktioniert. So, den da. Den hier hin. Sind die jetzt kaputt oder sind die nur angeschlagen? Ich glaube, die hier sind alle noch heile. Die haben hauptsächlich die Greifer angegriffen. So. Ach, der, oh gut, dann machen wir hier mal zwei neue Stromversorgungsmasten rein und dann sehe ich hier auch zwei Teile kaputt. Okay, da kommen wieder welche. Das war auch wieder ein großer Angriff. Den haben wir relativ gut abgewehrt, aber auch nur, weil wir jetzt rechtzeitig hier waren und dafür gesorgt haben, dass hier alles schön ist. Und was ich nicht gesehen habe, war die kleine Lücke hier in der Mauer. Die können wir noch ein bisschen ausbauen, indem wir da auch ein Nadelöhr machen für die Gegner. Da würde ich dann ganz einfach hier hinten noch wieder ein bisschen was wegnehmen. Ich hoffe ja nicht, dass wir mal die Mauer brauchen, dass die so lange standhalten muss. Hier ist ja auch noch eine doppelwandige hinter, also das wird schon gehen. So, nehmen wir uns das mal mit. Und hier vorne lassen wir es noch mal einen Augenblick, weil da bin ich mir nicht so sicher, dass es noch weniger gut befestigt. Und wir sind auch schon bei 22 Minuten, liebe Leute. Das heißt, wir müssen hier gleich wieder eine kleine Aufnahmepause machen. So, und dann bauen wir das wie immer hier einmal zu. Werden wir angegriffen? Hier. Ah, genau die Stelle, wo wir gerade sagten, hier, da wäre der Angriff gewesen. Also hier ist schon massiv Rambazamba. Also ich glaube, die haben sich hier auch gut weiter ausgebaut und so. Und das gefällt mir schon nicht ganz so gut, dass es hier so krass wird aktuell. Deswegen könnte man auch mal sagen, so, lassen wir mal kurz ein paar noch im Inventar, damit wir bei Bedarf die austauschen können. Passt da ein Wuppengreifer hin? Okay, das klappt. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Einen zu wenig. Dann nehmen wir ausnahmsweise mal einen schnellen, damit wir keinen bauen müssen. So, hier hin, hier hin, hier hin. So, jetzt ist das hier auch ein bisschen besser noch verteidigt. Gut, dann hätten wir das jetzt hier soweit wieder stabilisiert, dass wir die nächsten Jahre hier überleben. Und dann laufen wir hier einmal hoch zum Panzer und dann machen wir an der Stelle eine Aufnahmepause. So, also liebe Leute, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.